Ja, ein Denkmal der georgisch-russischen Freundschaft mutet ein bisschen seltsam an in Zeiten wie diesen, wo die beiden Länder nicht wirklich gut aufeinander zu sprechen sind. Aber es ist trotzdem ein Pflichtstopp an der georgischen Heeresstraße auf 2300 Meter Seehöhe. Die Heeresstraße ist die einzige Möglichkeit, auf dem Landweg von Georgien nach Russland zu kommen. Und dementsprechend wichtig ist diese größte Nord-Süd-Verbindung durch den großen Kaukasus auch für den Transitverkehr, für den Warenverkehr, vor allem zwischen Armenien und Russland, weil zwischen Georgien und Russland ist ja nicht sehr viel Warenverkehr. Und wenn euch diese entsprechend frequentierte Gebirgsstraße interessiert, dann schaut euch mein Video an. Ja, grüß euch Freunde beim mittlerweile bereits siebenten Teil der Videoreihe meiner Kaukasus-Tour im Herbst 2024. Wie Insider vielleicht unschwer erkennen können, bin ich bereits in Tbilisi, in Tiflis, und von Tbilisi führt ja auch die georgische Heerstraße über den großen Kaukasus nach Russland. Also so gesehen ist der Ort gar nicht so schlecht gewählt. Ich bin aber von Tuschete aus losgefahren, nicht zu verwechseln mit Tuschete, wo ich dann einen Tag später gewesen bin. Tuschete mit weichen D. Ich wollte dort eigentlich auch schlafen, habe dort aber beim Durchfahren kein wirklich gescheites Quartier gesehen und aber auf der Karte gesehen, dass ganz in der Nähe, ich glaube keine 10 Kilometer entfernt, ein See ist, der Pazzaletti Lake. Dort bin ich dann hingefahren, weil ich mir gedacht habe, bei einem See ist es eher wahrscheinlich, dass man ein vernünftiges Quartier findet. Und dem war dann auch so. Bin gut untergebracht gewesen, habe gut zu Abend gegessen. Da gefällt es mir, da suche ich mir ein Quartier. Und bin dann gestärkt und motiviert am nächsten Tag die georgische Heerstraße angegangen. Goodbye. Thank you.
Wie schon im Intro erwähnt, führt die auch am Denkmal der georgisch-russischen Freundschaft vorbei. In Zeiten wie diesen klingt das natürlich ein bisschen nach Hohn, wo sämtliche diplomatischen Beziehungen eingestellt sind zwischen den beiden Ländern. Trotzdem ist es ein vielbesuchter Punkt. Ich habe auch Russen dort gesehen, Georgier sowieso, ich habe auch deutsche Touristen gesehen. Also das ist wirklich einer jener Punkte, der wahrscheinlich im Pflichtenheft eines jeden Georgien-Urlaubers steht, so wie auch diese Straße, die wunderbar zu fahren ist, eine Passstraße, wobei dort allerdings auch der Schwerverkehr drüber geht. Ich habe ja schon erwähnt, das ist die einzige Verbindung, die einzige Landverbindung nach Russland, und deshalb fahren dort unzählige armenische, türkische LKWs drüber. Also man muss sich das so vorstellen, wie wenn man über die ähnlich gut ausgebaute Großglockner Hochalpenstraße die ganzen LKWs drüber lässt, und das ganze Jahr. Also im Winter ist das bestimmt ein Abenteuer. Ich habe Glück gehabt, bin relativ zeitig losgefahren und habe beim Hinfahren wenig LKW-Verkehr gehabt, beim Zurückfahren ein bisschen mehr. Und kurz vor dem Denkmal der georgisch-russischen Freundschaft kommt man durch den Wintersportort Gudauri, wo es auch Riesenhotels gibt. Auch österreichische Investoren haben dort schon was gebaut. Also das ist total im Wachsen auch. Und kurz danach kommt man dann auf den höchsten Punkt der Heerstraße, und zwar den Ivari-Pass oder zu Deutsch Kreuzpass auf 2395 Meter. Die nächste Attraktion, der nächste vielbesuchte Platz ist die Gergetia Dreifaltigkeitskirche, die mit Sicherheit am meisten fotografierte Kirche Georgiens, und in Georgien gibt es viele Kirchen, die auch oft fotografiert werden. Leider war ein Teil davon, also der Hauptteil davon, eingerüstet, also wird gerade ein bisschen renoviert, wahrscheinlich für den Besucheransturm im nächsten Jahr. Trotzdem war es ein Erlebnis, einmal dort zu sein und im Hintergrund den Kasbek zu sehen, ein über 5000 Meter hoher Berg, habe mich natürlich auch davor fotografieren lassen. Und das Kaspegi, das eigentlich das Ziel dieser Tour war, der letzte größere Ort vor der russischen Grenze, heißt eigentlich gar nicht mehr Kaspegi.
sondern mittlerweile Stepan Zminder. Allerdings ist der alte Name Kaspege nach wie vor geläufig und in fast jeder Ortschaft gibt es eine Kaspege Street. Also ich habe allein zweimal in einer Kaspege Street geschlafen. Das zeigt schon, wie populär dieser Ort hier ist in Georgien. Ich bin dann auch ein Stück weitergefahren bis knapp vor der russischen Grenze, habe dort umgedreht, wo sie schon die Versicherungen für die Fahrzeuge in Russland angeboten haben. Und am Weg zurück, wie gesagt, waren doch um einige LKWs mehr unterwegs. Trotzdem war es die Fahrt absolut wert. Wenn es euch das Video wert gewesen ist anzusehen, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Schreibt in den Kommentaren unten rein, ob ihr die georgische Heerstraße auch schon gefahren seid, die Military Road, ob ihr schon in Georgien wart, ob ihr euch mit den Gedanken spielt, hier mal herzukommen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr wisst, was jetzt kommt, auch ganz, ganz wichtig, hört's mal auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, nicht nur den Kanal abonnieren, sondern auch die Glocke aktivieren, damit ihr meine Videos nicht mehr versäumt. Im nächsten geht es in den Tusheti mit harten T-Nationalpark, die berüchtigte Tusheti Road über den Abano-Pass. Hey! Hey!